Warte, bist du spät wieder, ne? Nee. Wenn du Amerika nicht liebst, kriegst du was auf deinen Sozialisten ab. Ja, dann macht der den fertig. Na gut. So gut. Sehr netter Kunde. Jetzt setzt's was. So. Oder auf ihn. Er macht eine Menge Blutdamage. Wir gehen auf ihn. Du, aber ich glaube schon alle bluten, ne? Ne, ich noch nicht. Ich kann einen Flashmob herbeitreten. Achtung! So, hau ihn weg! Ha, ha. Und mit Schwung! Schön ins Licht gehen, Troll! Ich bin dran! So, komm mal an ihn ran? Ne. Okay, aber an ihn. Schön draufhauen. Hashtag Diabeten. Hashtag Diabeten, Alter. Was? Er kann sich immer noch nicht wirklich bewegen. Ein Rabatt für dich. Wenn ich mit dir fertig bin, hast du das Lesen wieder verlernt. Ob Freedom Pal oder Kuhnfriend, ich finde dich cool. So, da bringen wir ihn mal zum Bluten. Oder wir können ihn wahrscheinlich auch direkt ausschalten. Ja, fast. Wenn ihr bringt erst zum Bluten und nächste Runde machen, fertig. Oh nein, Call Girl hätten fertig machen können. Ist auch direkt danach dran, shit. Na gut. Dann machst du ihn fertig. Tschüss. Du bist hiermit entfolgt. Schau, die wahre Kraft des Diabetes. Ja, wahre Kraft, du kannst nichts machen, Kollege. Name und die Mutter, bitte. Nö. Das packst du schon. Ja. Na gut. Oh yeah. Wow, das war ein geiler Kampf, Leute. So, Mitch Connerhut. Oh, cool. Und 7,56. Auch nice. Müssten wir am nächsten Automaten uns wieder ein bisschen was kaufen, ne? Wir haben glaube ich keine Heilgelumbe mehr und so. So, jetzt wollen wir nochmal die Quest angucken, ob wir wieder komplett vergessen, was er gesagt hat. Löse kann das Rätsel, suche draußen nach dem Kuhn. Wie kann ich mir das nochmal angucken? Wie kriege ich denn die Info nochmal? Ist der Weg eigentlich immer noch nicht frei? Ich würde denn, wenn ich mir das nicht nochmal angucken? Ich bin's. Der Ton kommt in vielen Facetten. Was soll das heißen? Wir müssen das Rätsel lösen, Connor zusammen ausschalten und unsere Unschuld beweisen. Und hey, danke, dass du als Einziger an mich glaubst. Nein! Ein Wort? Hey, Neue, ich habe die Ereignisse verfolgt. Ich versuche, Cartmans Position zu bestimmen. Tu erstmal, was er verlangt, damit er keinen Verdacht schöpft. Was war jetzt mit Cartman? Da kam. Ein Ort, an dem der Tod in jeder Form und Größe erscheint, geh in den Laden und finde heraus, was dein Preis ist. Was könnte das heißen? Hä? Hä, der hat aber was ganz anderes gesagt. Hellreise können wir immer noch nicht nehmen. Schaffst du es, den Chaos zu verfolgen? Hier spricht Super Craig. Keine Spur von Cartman im Park. Und auch keine Spur von Cartman im Raisins. Mosquito, mach keinen Scheiß, raus da! Oh Mann. Ich wollte nicht gegen die kämpfen.
Nein, was ist denn los? Dein Scheck ist geplatzt. Die Schergen des Chaos möchten bezahlt werden. Die haben wir doch schon besiegt. Ja, wenigstens weiß ich, dass es nicht langweiliger werden kann. Eure Kostüme sind so schrottig. Die würden sich auf jeder Comic-Con wie zu Hause fühlen. Wow, guck mal den jetzt an. So. Selbst bei frühen Dr. Who-Folgen sahen die Effekte besser aus. Ach, halt die Klappe. Bin ich schon wieder gegen die Kämpfer an? Ihr solltet mal an euren Stunts feilen. Lauf heim zu Mama, du Schwachmart. Mikroaggression. Sag ihm. Ich bin jetzt bei den Guten, ihr Bösen. Ja. Wir können so einen herstellen. Ah, oh, steht immer schon. Na, der sich seinen keinen Anzug anzieht. Ah, so. So, achso. Erst dann. Einer bloß Einzug. Also schwächer, aber 700, 400. Schluck jetzt, dann hol ich den echten Netz Selbstjustizler. Wir ja, haben alles schon mal gehört. Kacke. Oder wir hauen ja, ihn weg und ihn zum Bluten. Das passt doch am besten. Kann er sich wirklich nicht wehren. Ja, hau drauf. Voll go. Oh, hey, sind das echte Special Effects oder animierte? Und damit können wir weghauen. Machen wir das doch. Das hat gesessen. Unordnung obsiegt. Hey, du kannst nicht deinen eigenen Chef anzünden. Jetzt blocken sollen. Macht euch auf Schmerz gefasst. Aha, wen? Wirkte total unnütz. Man hat die Knete gesehen. Was? Nicht der Schlester, oder? So, geht in hier. Also haut drauf. Das ist doch nicht fair. Ah. Müsste eigentlich gehen, ne? Jawohl. Perfekt. Das ist mein Wunderarsch. Sekunde, das klang falsch. Wow. Chaos, ich mache mir langsam ein paar Sorgen. Zeit für ein sauberes Mobbing. Was ist denn bitte ein sauberes Mobbing? Super gedacht! Du hast sowieso ein Upgrade gebraucht. Ja, würde ich auch sagen. Ach, von mir aus. Na dann los, hau rauf! Finde den Laden, um deine Mutter zu retten. South Park hat viele Läden. Welcher verkauft den Tod? So, meine Fresse. Natürlich ist alles weg. Nee, So. 50 von 100, okay. Hier können wir sehen, wie viele es wären. 41. Okay, das ist natürlich nice. Da kann man sich alle noch mal angucken hier. Aber hier wollte ich nicht hin.
Okay, ein Ort, an dem der Tod in jeder Form und Größe erscheint, geh in den Laden und wieder raus, das er preist. Ja, Jimbo würde ich jetzt fast vermuten, oder? Ich würde gerne die Info nochmal kriegen. Da hinten vielleicht? Na klar, auf einer Farm gibt's auch den Tod. Was zu essen. Der Preis. Da können wir hingehen. Wie kann ich dich nicht kaputt machen? Na gut. Eine Reise dürfen wir noch nicht benutzen, ne? Ne. Was kann ich denn überhaupt langkommen? War nicht irgendwie ein LKW im Weg? Jetzt denn hier runter? Ja? Jetzt sind da hin. Ach, das ist die andere Seite hier. Ah ja, ja, genau. Na gut. Also weiter nach. Nein. Hallo. Nach rechts. Yes, we have member berry. Können die vielleicht irgendwie. Gerade ich dachte, wir können ja jetzt ein bisschen Saft pressen. Ein guter Tag, um ein bisschen mit dem Traktor den Verkehr auf dem Highway zu stauen. Ja, auf jeden Fall. Du willst doch sicher nicht diesen Weg einschlagen, oder? Er führt in ein dunkles und geheimnisvolles Land, in dem Menschen einfach spurlos verschwinden. An deiner Stelle würde ich diesen Weg nicht einschlagen. Okay. Ja. Das bringt uns ja nichts, ne? Richtig. Der Tod in allen Facetten, meint er einen Waffenladen? Herr Chippo, es war ja mehr oder weniger meine zweite Vermutung. Oder meine erste eigentlich sogar schon. Okay, hier kommen wir auf jeden Fall noch nicht weiter. Also ab zu Chippo. Müsste auch gerade durch sein, ne? Also komplett auf die andere Seite. Irgendwo ist gar nichts hier. Oh, genau da war eine schnelle Reise. Fuck. Wenn wir einmal hier durchlaufen, nur eine Schnellreise nehmen dürfen. Das dauert ja Stunden. Ich nicht. Kacke. Geht das jetzt? Das geht jetzt. Na gut, na gut, na gut. Willkommen! Der Mann hat den Durchblick. Nein, hat er nicht. Boah, jetzt stehen die jedes Mal da. Nee, das ist echt nervig. Katze! Die können wir uns gleich noch holen. Sonst vergessen wir das. So. Big Gay Shadow. Oh Gott, warten, bis Simon wieder rum ist. Ich möchte lieber nicht wissen, wovon du dich ernährst. Meine schwule Katze Boogie streift so gern durch den Wald. Sie ist so gern in der frischen Luft. Ich liebe sie so sehr. Wir laufen jetzt ein bisschen falsch, oder? Ist egal, wir können am Polizeirevier auch einfach wieder nach oben. Dann können wir noch ein bisschen. Alter, wirklich.
Warten da jetzt Raisins und Dingers auf uns? Was soll die Kacke? Da nur noch am Kämpfen, wenn du durch die scheiß Stadt läufst. Schon genug, dass man alles einsammeln muss. Hey, Cargirl! Cent. 15 Cent. Oh, wir haben $350. Das ist ordentlich. Und hier wird sich definitiv auch noch was abspielen. Jimbo's Guns, du Spast, der Waffenladen. Ja, bitte auf dem Weg. Meine Fresse. Richtig? Ja, weiter links. Meine Fresse, ey. In der Zeit, wo der einem alles verrät, das schafft man es ja nicht mal hierher zu laufen. So. Aber Jimbo lässt sich das noch nicht gefallen, oder? Ah, du hast mein Rätsel gelöst. Bist gar nicht so dumm, wie ich dachte. Siehst du diesen Typ da drüben? Mach ein Selfie mit ihm. Jetzt, oder deine Mom leidet. Ihm? Heute ist dein Glückstag. Ich habe neue Ware auf Lager, Wunderarsch. Jo, das ist geil. Kriegswerbeartefakt. Magnum-Dynamo. Achso, wir können ja Artefakte. Nö. CD-Batterie. Auch mal alles nicht. Und Dome brauchen wir noch, fällt mir da ein. Panzeranzug. Sieht eigentlich ganz cool aus. Ansonsten, wir können mal gucken, verkaufen. Artefakte will ich eigentlich nicht verkaufen. Weil wir mehr als genug Geld haben. Guck mal, hier kriegen wir eine welche, die uns Macht noch erhöhen. Also haben wir noch welche? Was darf sein, Superheld? Ja. Man kann scheinbar nur Artefakte verkaufen. Und das würde ich nicht. Nee. Ja, Verbrauchsgegenstände. Gegengift. Und die können wir zum Beispiel alle 7 verkaufen. Schrott, da haben wir 4 Schrott. Das ist ein echt widerliches Geräusch. Ein wirklich sehr widerliches Geräusch. Achso, mehr geht. Oh, ich wollte 1000, Alter. Also wir können noch 865 verkaufen. Obwohl, ich bin eigentlich keine Rolle jetzt. Diese neuen Freedom Pearls klingen wie ein äußerst fähiges Superhelden-Team. Ja, ja, sind sie auch. Verbrechensbekämpfung ist kein Spiel. Deinetwegen stirbt noch mal jemand. Ah, Match kommt. Nein. Mal das hin, ohne dass ein blödes Gesicht da drauf ist. Ach, Daniel. Du bist nah dran, Neuer. Aber um mich zu finden, musst du noch ein Rätsel lösen. Ich bin ein Ort, wo Sitze an Ketten baumeln. Teils Wüste, teils Dschungel. Ein Ort zum Taumeln. Ja, auf dem Spielplatz. Oh, der ist wo? Wo ist denn der Spielplatz? Hä? Ist doof. Stadtplatz? Wo ist der Spielplatz, wo auch die Kleinkinder drauf sind? Achso, hier. Der Spielplatz ist immer, also runter und immer nach rechts. Na gut. Wir kriegen bestimmt wieder ein paar Hinweise.
Das ist sogar einfach. Das ist doch der furzende Selbstjust. Ja. Aber ich habe keine Zeit. Wir sind in einer wichtigen Mission unterwegs. So, dürfte es ja gar nicht mehr so weit sein jetzt. Ey, wir sind geizig. Gierig. Moment, kurz Nase putzen. So, da bin ich wieder. Ich muss alles mitnehmen. Geht nicht anders, Leute. Mach ich die 5000 zusammenkriegen werde. So blöd wie es klingt, aber ich würde echt gern wissen, was dann passiert. Durch den Selbstjustizler haben wir was, an das wir glauben können. Jupp. Komm in den Sack. Ach nein, ich will nicht gegen die Idioten kämpfen. Ich wollte Quest machen. Wir haben ein paar großzügige Kunden, die uns die Ärsche versohlen wollen. Ninja, Junge, Tutter. Okay, wir müssen den Weißen fertig machen. Alter. Ninja, komm doch, Chabel, schon wie Wanjo. Ninja, der Baller. Ich würde sagen. Da bluten zwei, das machen wir. So. Und mit ihr gehen wir auf jeden Fall auf. Boah, komm nicht an. Reicht hier vor oder reicht hier hin? Ja, der hat wieder 700. Mehr wie der dann gespawnt hat. So, Captain Diabetes. Kann auf ihn gehen. Ja, mach mal. Bestellt ihr Süßen? Ah, fuck. Wollt ihr nach der Tracht Prügel Raisins Kalender kaufen? Nein. Wir stellen einen Lakaien auf, der bestimmt die Ankunft auf sich lenkt. Pananas! Para el Pega! Ja. So, und angreifen kann er auch. Nicht wirklich sinnvoll, aber. Ja. Uah! Genau, jetzt steckt der ein, das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Alter, aua! Submit to Ultimate Ninja Power! Warrior Spirit ready! Super Ninja Ruga! Ninja Piga Hülinda! So, können wir mal gucken. Da treffen wir ihn mit. Aber wir hätten zwei von denen down. Aber ich würde vielleicht lieber versuchen. Das ist zu viel. Aber er ist danach geschockt und er kriegt nochmal Rückstoßschaden. Und dürfte spätestens am nächsten Zug down sein. Alle bereit für einen Flashmob? Ich bin's. Wir gehen hierher. Ja, den ich will, ist down, der ist auch down, die anderen sind ja alle Schaden. Scheiß auf Diabetes.
So. Hör los. Er ist auch wieder da. Sehr schön. Und kann auch gleich ihn umhauen hier. Du stimmst wohl den ganzen Tag Gewichte, Cap. Nee, ich bin von Natur aus breit. Hey, die mit. Aua! Nicht übel, aber Diabetes. So toll, dass ihr da seid. Nimm das, Süßi. Nee, nicht auf Chaos. Fühlt sich so als Heimer im Frühstadium an. Hau zu. Ach, schade. Du bist so ein Arschloch, Süßi. Doppelschlag. Mal eine weg. Na gut. Deine Adresse, deine Kleidergröße und deine Allergien. Sehr schön. Diabetes. Und drauf. Das ist ein Pony. Jetzt gibt's maximales Chaos. Ja, Chaos beendet das Ganze jetzt, würde ich sagen. Gute Nacht. Das war echt super, Leute. Dort, wo Sitze an Ketten baumeln, heißt Wüste, heißt Dschungelort zum Taumeln. Was soll das sein? Ja, Spielplatz. Crime is out of control in our town. Coon and friends are this city's only hope. All right, now you need to go out into the town and do superhero stuff. You know, help people and fight crime and dumb shit like that. Well, how's the character sheet coming? Let you dual class, there's nothing left to talk about. Do not give me those sad puppy eyes. You are not going to have three classes. I've been given $20,000 to take care of you. What? But I only need a few hundred for that. So you know what I'm gonna do with all the rest? Go to Paris to get a pedal enhancement and fuck French chicks. Super Craig.